Holladri hi, holladri ho. Beim Sex ist es wie beim Skat. Hast du keinen guten Partner, dann brauchst du wenigstens eine gute Hand. Ein plötzlicher Lärm und ein großes Geschrei entstand, denn der Fluss war an dieser Stelle reißend und tief. Es kamen von allen Seiten Leute zur Rettung herbei und zogen Matthias eilig wieder heraus, doch er war besinnungslos, kaum dass sie ihn wieder zu Bewusstsein bringen konnten. Selbst der Müller lief herbei und in ein paar Paternostern brachten sie den Ambrosius. Es hatten sich schon viele Leute vom Dorf zusammengefunden, ehe sie so weit waren, dass sie Matthias ins Haus des Müllers trugen, denn er verlor immer wieder die Besinnung und brach Blut. Selbst nach dem Priester war schon hinübergeschickt worden, denn es schien so schlecht mit ihm zu stehen, dass man glaubte, er würde den Morgen nicht erleben. Antek setzte sich, nachdem Matthias fortgetragen worden war, ruhig an seinen Platz am Ofen, wärmte sich die Hände und redete mit Franek, der sich eingefunden hatte. Und als alle zurückgekehrt waren, der Lärm sie etwas gelegt hatte, sagte er laut und nachdrücklich, damit es alle hörten und ein jeder es sich ein für alle Mal merkte: Wer über mich das Maul aufreißt und meint, er kann über mich herziehen, dem kann es nochmal so gehen oder noch besser. Niemand sagte ein Wort. Sie blickten auf ihn voll Achtung und mit großem Staunen. Wie konnte das nur möglich sein, einen solchen Kerl wie Matthias, so mir nichts, dir nichts, sich herzulangen wie einen Strohwisch, ihn wegzuschleppen und ins Wasser zu schmeißen? Niemand hatte wohl noch von einem gehört, der eine solche Kraft hatte. Wenn sie sich noch geprügelt oder gerungen hätte und einer von dem anderen überwältigt worden wäre, wenn er ihm selbst die Knochen im Leibe zerschlagen oder ihn gar sogar umgebracht hätte, das passierte schon öfter. Aber nein, einen nur so wie einen jungen Hund an den Ohren zu kriegen und ins Wasser zu schleudern, dass ihm die Rippen an den Zaunlatten gebrochen sind, schadet nicht. Die wird er sich schon wieder ausheilen. Aber die Schande, die wird Matthias nicht überwinden können. Den Menschen so zum Spott zu machen, für das ganze Leben. Nee, nee, du meine Güte, sowas ist doch nicht da gewesen, tuschelten sie untereinander. Aber Antek achtete nicht auf sie. Er hatte die Grütze fertig gemahlen und ging gegen Mitternacht heim. Es war noch Licht beim Müller in der Stube, wo sie Matthias hingebettet hatten. Jetzt wirst du Aas nicht mehr damit groß tun, dass du bei Jagna in der Kammer gewesen bist, murmelte er hasserfüllt und spie aus. Zu Hause sagte er nichts darüber, obgleich Anna noch nicht schlief, denn sie hatte noch zu spinnen. Aber am Morgen ging er nicht mehr arbeiten, denn er war sicher, dass sie ihn dort fortschicken würden. Gleich nach dem Frühstück jedoch kam der Müller selbst herübergelaufen. »Kommt doch rüber zur Arbeit. Das mit Matthias geht mich nichts an, das ist eure Sache. Aber das Sägewerk kann nicht warten, bis er wieder gesund ist. Leitet ihr die Arbeit. Ich gebe euch dafür 4 Slotti und das Mittagessen.« »Ich werde nicht gehen. Gebt mir der Herr das, was er dem Matthias gegeben hat, dann ist es recht. Ich werde ihm nicht schlechter füttern. Ich werde es ihm nicht schlechter führen.« Der Müller wütete, feilschte, musste aber schließlich klein beigeben, denn es war kein anderer Rat möglich. Er nahm ihn auch gleich mit und sie gingen davon. Anna begriff nichts davon, denn sie hatte auch noch nichts darüber gehört. Am Vorweihnachtstag brodelte schon vom frühen Morgen eine rege, fieberhafte Geschäftigkeit in ganz Liptsche. In der Nacht oder selbst erst beim Morgengrauen griff der Frost wieder heftig um sich, und da er nach einigen milderen und feuchten Nebeltagen gekommen war, so überzog er die Bäume mit einem dicken Graureif wie mit Glasspänen und allerfeinsten Daunen. Selbst die Sonne hatte sich ganz herausgeschält und leuchtete an lichtblauen, mit durchsichtigen, zarten Nebeln übersponnenem Himmel, nur dass sie blass war und kalt, einer in der Monstranz ruhenden Hostie vergleichbar. Sie wärmte nicht, dagegen aber steigerte sich der Frost im Laufe des Tages und durchdrang alles mit einer so argen Kälte, dass es den Atem benahm. Jegliches Lebewesen ging im Dunst seines eigenen Atems umher, wie in einem nebligen Schwaden. Doch die Welt
war schon ganz in Sonne getaucht und erstrahlte in einem so flimmernd hellen Licht und scharfen Glitzern, dass es war, als ob einer mit Diamantentau den Schneefluren bedeckt hätte, die Augen taten einem weh beim Schauen. Die umliegenden schneeverschütteten Felder lagen blendend weiß, funkelnd, aber dumpf und tot da. Und nur manchmal flatterte ein Vogel durch das schimmernde Weiß, so daß man seinen schwarzen Schatten über die Ackerbeete huschen sah, oder auch eine kleine Schar Rebhühner lockte sich unter den verschneiten Büschen und schlich scheu und wachsam zu den menschlichen Behausungen hin, unter die vollen Scheuern, ab und zu, aber selten, hob sich ein Hase dunkel vom weißen Gelände ab, er hüpfte auf dem Schnee, machte Männchen und schachte an den harten Eiskrusten, um an die Wintersaat zu gelangen. Doch durch das Bellen der Hunde aufgescheucht floh er wieder in die bereiften Wälder zurück, wo alles im Schnee vergraben lag und die Kälte alle erstarren ließ. Leer und lautlos war es auf diesen grenzenlosen Schneeebenen, und nur irgendwo in bläulichen Fernen tauschten, wie Schemen, Dörfer mit dunstgrauen Gärten und dunkel sich abhebenden Dickichten auf und zugefrorene Bäche gleisten auf. Eine durchdringende, ganz vom frostigen Glanz durchleuchtete Kälte wehte durch die Welt und durchdrang alles mit ihrer eisigen Stille. Kein Schrei zerriss das starre Schweigen der Felder, keine lebendige Stimme zuckte auf, nicht einmal ein Windstoß ließ den trockenen, glitzernden Schnee aufrascheln. Nur selten kam von den Schneewehen versunkenen Wegen ein klagendes Schellengeläut oder das Knarren der Schlittenkufen herübergehört. Aber so schwach und fern, dass man ehe noch mal erfassen oder erkennen konnte, von woher und wo alles schon wieder verklungen war, als hätte es die Stille verschlungen. Doch auf allen Wegen von Lipche, diesseits und jenseits des Weihers, tummelten sich mit lautem Lärm die Menschen, frohe Feststimmung zitterte in der Luft, alle Gemüter erfüllend und fand selbst in den Stimmen des Viehs in ihrem Widerhall. Rufe hallten wie Musikklänge durch die hellhörige Frostluft, lautes, lustiges Lachen flog von einem Ende des Dorfes zum anderen und Freude sprühte aus den Herzen. Die Hunde wälzten sich toll im Schnee und bellten freudig auf, um den Krähen nachzujagen, die um die Gewese flatterten. In den Ställen wieherten die Pferde und aus den Kuhställen drang gedehntes, sehnsüchtiges Gebrüll. Selbst der Schnee schien lustiger unter den Füßen zu knirschen. Die Schlittenkufen quietschten auf dem harten, glatt geschlitterten Wegen. Der Rauch stieg in bläulichen Säulen kerzengerade in die Luft. Die Fenster der Dorfhäuser spiegelten Licht, dass es die Augen blendete, und überall war die Welt voll Stimmengewirr, Kindergeschrei, voll Lärm gackernder Gänsestimmen und Zurufe. Alle Wege waren mit Menschen überfüllt, von den Häusern in den Heckenwegen und durch schneebedeckten Gärten blitzten die roten Beiderwandröcke der Frauen, die von Hütte zu Hütte rannten und immer wieder stäubten von den eiligen Lauf berührten Bäumen und Büschen ganze Streifen raureif gleich silbernen Staubs. Selbst die Mühle ratterte nicht. Sie war für die gesamten Feiertage abgestellt worden. Nur die kalte, durchsichtige Glasfläche des Wassers, das man in Stauwerken abfließen ließ, rann mit gurgelndem Getön und von irgendwo aus den neblig rauschenden Dünsten der Sümpfe und Moore erhoben sich die Schreie der Wildenten und ganze Schwärme von ihnen sah man aufsteigen. In jedem Haus, bei Simeons und Matthias und Mattis, bei den Schulzen und bei den Klemms, und wer wollte sie alle zählen, lüftete man die Stuben, wusch, scheuerte, streute sie sowie die Flure und selbst den Schnee vor der Tür mit frischen Tannennadeln aus, weißte die rußgeschwärzten Rauchfänge und war überall eifrig beim Backen der Brote und Feststollen, machte die Heringe zurecht und rührte in unglasierten großen Tonschlüsseln Mohn für die Klöße. Das Weihnachtsfest sollte noch kommen. Der Festtag des göttlichen Kindleins, der frohe Tag des Wunders und der Gnade Christi, für die Welt die gesegnete Unterbrechung der langen arbeitsreichen Tage. So wachte denn die Seele jeglichen Menschenkindes aus der Winterstarre auf,
schüttelte alles Graue von sich, erhob sich und kam freudeerfüllt, ganz vom tiefen Gefühl durchdrungen, dem Geburtstage des Herrn entgegen. Auch von dem Brünerhof waren derselbe Lärm, das gleiche Gelauf und die gleichen Vorbereitungen. Der Alte war mit Pirtek, den er an Jakobs Stadt für die Pferde genommen hatte, noch vor Tagesanbruch in die Stadt gefahren, Einkäufe zu machen.